Houston, we have a problem. Dieser Satz ist eines der bekanntesten Zitate aus der Raumfahrtgeschichte. Dabei wurde er so am 13. April 1970 gar nicht gesagt. Hört man in die Audioaufnahmen der Apollo 13 Missionen, heißt es da: Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Aber mal unabhängig davon, ob man jetzt damals ein Problem hatte oder eins gehabt hatte. Was war dieses Problem? Was explodierte damals im Servicemodul der Apollo-Raumfähre? Und warum? Die erste Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Es war der kryogene Sauerstofftank Nummer 2. Dieser hier. Das ist ein kugelförmiger Tank, der mit extrem kaltem flüssigem Sauerstoff gefüllt ist und einen Durchmesser von ungefähr 60 cm hat. Also in etwa so groß wie dieser Gymnastikball. Die Antwort auf das Warum erfordert das Betrachten einer längeren Verkettung von Umständen und wird den Rest dieses Videos in Anspruch nehmen. In den nächsten Tagen wird es ein weiteres Video über Apollo 13 geben, in dem ich auf den gesamten Verlauf des Fluges vor und nach der Explosion eingehen werde. Bevor wir uns die Probleme mit diesem Tank aber genauer angucken, müssen wir zunächst verstehen, wie dieser Tank im Normalfall funktioniert. Dafür gucken wir auf diese vereinfachte Schnittansicht des Tanks. Der Tank besteht aus einer äußeren und einer inneren Schale, zwischen denen ein Vakuum zur Isolation herrscht. Auf der Oberseite ist eine Kuppel angebracht, die die Strom- und Sauerstoffzuleitung beherbergt und mit Isolationsmaterial gefüllt ist. Im Tank selbst befinden sich zwei zylindrische Elemente, wobei der linke eine Sauerstoffmengensonde ist, in deren Inneren die Sauerstoffzu- und Ableitung untergebracht sind. Der rechte besteht zum einen aus zwei mit thermostatischen Schaltern geschützten Heizgeräten, die im Flug durch pulsartigen Einsatz den Tankdruck aufrechterhalten, und zum anderen aus zwei Ventilatoren, die gebraucht werden, da der Sauerstoff im Weltraum dazu tendiert, zu stratifizieren. Dies bedeutet in dem Fall, dass der eigentlich superkritische, also unter hohem Druck in einer flüssigen Phase vorliegenden Sauerstoff damit beginnt, sich in mehrere Phasen aufzuteilen. Wenn das der Fall ist, gelten die Messwerte der Messgeräte und Messsonden nur noch lokal für die Messgeräte und nicht mehr global für den gesamten Tank. Dies wird verhindert, indem der Tank circa alle 24 Stunden durchgerührt wird mit diesen Ventilatoren, um somit die Phasenbindung zu unterbinden. Die Entnahme des Sauerstoffs erfolgt dann mit Hilfe des mit den Heizgeräten aufrechterhaltenen Drucks. Der entnommene Sauerstoff diente einerseits als Atemluft für die Astronauten und wurde andererseits in den drei Wasserstoff-Brennstoffzellen zur Produktion von Strom, Kühlwasser und Trinkwasser verwendet. Jetzt aber zurück zu Apollo 13 und unserem Tank Nummer 2. Dieser Tank bzw. dessen gesamtes Regalmodul war ursprünglich im Servicemodul von Apollo 10 untergebracht. Weil es aber in früheren Apollo-Missionen zu elektromagnetischen Interferenzen in der Tankkuppel gekommen ist, wurde das komplette Regalmodul am 21. Oktober 1968 ausgebaut, um Modifikationen vorzunehmen. Vor dem Ausbau wurde jedoch einer der Haltebolzen, die das Modul in Position halten, bei der Demontage vergessen, weshalb nach 5 cm Anheben das Tragegeschirr riss und das Modul zurück in die Ausgangsposition fiel. Der Vorfall wurde dokumentiert, der Fehler wurde behoben und die beiden Tanks wurden auf Schäden untersucht. Nach Installation der Modifikation wurde das Modul anschließend im Servicemodul von Apollo 13 installiert und über den Winter weiteren Tests unterzogen. Im Juni 1969 wurde das Servicemodul dann zum Kennedy Space Center transportiert und im Vertical Assembly Building auf eine Saturn V Rakete montiert. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Anzeichen für eine Fehlfunktion des Tanks und der Vorfall geriet in Vergessenheit. Von den Tankproblemen eingeholt wurde man dann allerdings beim Countdown Demonstration Test im März 1970. Dabei wurde die Rakete und die Raumfähre ähnlich wie später beim Countdown-Start bereitgemacht und betankt, um mögliche Probleme, die zu einem Abbruch des Startversuches führen könnten, frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Das Füllen der Sauerstofftanks verlief auch noch ohne Probleme, das anschließende Leeren allerdings nicht. Dabei wird im Normalfall gasförmiger Sauerstoff über die Lüftungsleitung mit 5 Bar in den Tank geblasen, um den flüssigen Sauerstoff durch die Betankungsleitung aus dem Tank zu drücken. Beim Tank Nummer 1 funktionierte das problemlos. Tank Nummer 2 leerte sich allerdings nur auf 92%. Es wird vermutet, dass im Adapter, der die äußere Füllleitung mit der Füllleitung im Inneren der Mengensonde verbindet, ein kleines Leck vorlag, welches dem gasförmigen Sauerstoff erlaubte, direkt durch die Füllleitung zu entweichen,
ohne den Flüssigsauerstoff aus dem Tank zu zwingen. Doch wie war dieses Leck entstanden? Der Adapterbereich konnte relativ lose sitzen, wenn die dortigen Bauteilmaßnahmen hart an der Grenze der Toleranz lagen. Es wird vermutet, dass ein sowieso schon relativ loser Adapter im Tank Nummer 2 bei der Erschütterung durch den Vorfall beim Ausbau aus dem Apollo 10 Modul deplatziert wurde und somit eine Durchlässigkeit für Gas entwickelte. Es wurde jedoch entschieden, dass der Schaden nicht missionskritisch sei, weil ein Enttanken der Sauerstofftanks während des Fluges nicht vorgenommen wird. Und es wäre auch kein Problem gewesen, hätte man nicht einen weiteren fatalen Fehler gemacht. Um den Sauerstoff aus diesem Tank zu bekommen, entschied man sich jetzt dafür, die Heizgeräte, die normalerweise pulsartig eingesetzt werden, im Dauerbetrieb laufen zu lassen, um somit den Sauerstoff ganz einfach aus dem Tank herauszukochen. Das klingt jetzt erstmal unkonventionell, stand aber nicht im Widerspruch mit irgendwelchen NASA-Protokollen und wäre für sich allein genommen auch kein Problem gewesen, wenn der vorhin angedeutete Fehler nicht unterlaufen wäre. Wie anfangs schon mal erwähnt, werden die Tanks mit thermostatischen Schutzschaltern vor dem Überhitzen geschützt. Wenn die Temperatur im Tank 26 Grad Celsius erreicht, öffnen die Schalter und unterbrechen damit den Stromkreis. Im Flugbetrieb operieren die Gleichstromsysteme des Kommando- und Servicemoduls mit 28 Volt und so wurden anfangs auch alle Gleichstromgeräte im Servicemodul und somit auch in unserem Sauerstofftank auf den Betrieb mit 28 Volt Spannung ausgelegt. Später wurde die Spezifikation jedoch geändert, um auch die 65 Volt Spannung des Ground Service Equipment in Cape Canaveral zu unterstützen. Und so fand auch die spezielle Tankleerungsoperation an diesem Tag unter 65 Volt Bedingungen statt. Blöderweise wurden die Schutzschalter bei diesen Modifikationen schlicht und ergreifend übersehen und blieben weiterhin nur auf 28 Volt Spannung ausgelegt. Dieser Fehler wurde weder vom Hersteller des Tanks, der Beech Aircraft Corporation, noch vom Kommando- und Servicemodulhersteller North American Rockwell, noch von der NASA bemerkt. Die Schalter wurden zwar schon bei 65 Volt Spannung im geschlossenen Zustand getestet, es wurde aber nie versucht, sie bei 65 Volt Spannung zu öffnen. Das heißt, bis ziemlich genau jetzt. Der Tank erreicht 26 Grad Celsius und die Schalter öffnen. Naja, zumindest minimal. Denn sobald eine kleine Lücke beim Schalter entsteht, springt ein Lichtbogen von einer Seite auf die andere Seite über und verschweißt den Schalter in geschlossener Position. Den Fakt, dass der Schalter beim Öffnen versagt hat, hätte man in den Spannungsaufzeichnungen sehen können. Hat man aber nicht. Auch die im Tank eingebauten Thermometer lieferten keine Ableistung. Die zeigten nämlich nur Temperaturen bis 26 Grad an. Also stieg die Temperatur in Tank 2 unbemerkt an. Spätere Tests ergaben, dass die Temperatur in den gesamten 8 Stunden, in denen der Heizer ununterbrochen lief, auf bis zu 500 Grad Celsius gestiegen sein können. Genug Hitze, um die Teflon-Isolierungen der Stromkabel innerhalb des Tankes schwer zu beschädigen. Ab diesem Zeitpunkt ist der Tank also immer, wenn er gefüllt ist, und unter Strom steht eine potenzielle Gefahrenquelle. Die Entscheidungsträger der NASA, unwissend über die Probleme mit dem Schalter, entschieden, dass wenn der Tank vor der Mission problemlos betankt werden kann, kein Grund existiert, ihn zu tauschen. Ein Tankwechsel auf der Startrampe wäre sowieso schwierig geworden. Und man hätte die Rakete vielleicht mit dem großen Raupenfahrzeug zurück zum VAB bringen müssen. Außerdem birgt ein Komponententausch so kurz vor dem Start das Risiko, andere, eigentlich funktionstüchtige Teile zu beschädigen. Für uns mag diese Entscheidung leichtsinnig wirken, aber für die Entscheidungsträger bei der NASA war es vermutlich nur eine von vielen Abwägungsfragen, die im Verlaufe der Apollo-Mission auf Basis des zu der Zeit vorhandenen Wissens getroffen wurden. Andere Entscheidungen werden von uns nur nicht so kritisch hinterfragt, weil sie nicht so katastrophale Folgen hatten. Die ersten 46 Stunden, 40 Minuten und 2 Sekunden der Mission verliefen, abgesehen von Triebwerksproblemen mit der zweiten Stufe der Saturn V-Rakete, reibungslos. Beim zweiten Durchrühren der Sauerstofftanks sprang der Messwert der Sauerstoffmengenanzeige von 82% auf über 100. Dies lag wahrscheinlich an einem Kurzschluss innerhalb der Messsonde, der allerdings nicht genug Energie freisetzte, um einen ernsthaften Schaden anzurichten. Tatsächlich rettete dieser Kurzschluss der Besatzung möglicherweise sogar das Leben. Um nämlich die Entwicklung der Sauerstoffmenge in Tank 2 besser anhand der Daten von Tank 1 abschätzen zu können, entschied man sich, die Tankrührintervalle dramatisch zu senken. Dies zog die folgenden Ereignisse dann deutlich nach vorne und verhinderte, dass die Explosion erst auftrat, als Jim Lovell und Fred Hayes bereits auf dem Mond gelandet sind. Aber dazu mehr im nächsten Video. Nach 55 Stunden, 53 Minuten und 20 Sekunden nahm das Unglück dann beim fünften Tankrühren seinen Lauf.
Nach 2,7 Sekunden kam es an den freiliegenden Wechselstromkabeln der Ventilatoren zu einem Kurzschluss, dessen Lichtbogen die Reste der Teflon-Isolierung der im Tank liegenden Stromkabel in Brand setzte. Teflon brennt zwar in superkritischem Sauerstoff, aber nicht besonders schnell, weshalb sich das Feuer zunächst auch nur langsam ausbreitete. Eine halbe Minute nach dem Kurzschluss begann der Druck in Sauerstofftank 2 dann zu steigen. Dies war eine Folge des brennenden Teflons. Der Druckanstieg dauerte 69 Sekunden und hob den Druck von etwa 60 auf 69 Bar. Bei 69 Bar öffnet sich wie im Design vorgesehen ein Überdruckventil, um den Tank weit vor seiner Belastungsgrenze von 150 Bar vor dem Druckanstieg zu schützen. Wie im Design vorgesehen, blieb die Situation dann aber auch nur noch für weitere 8 Sekunden. Es wird vermutet, dass das Feuer in diesem Moment das obere Ende des Tankes erreichte, in dem alle im Tank vorhandenen Kabel zusammenlaufen. Als alle diese Kabel in Brand gerieten, reichte die lokale Hitze an der Brandstelle womöglich aus, um das am gleichen Ort liegende Aluminium des oberen Endes der Mengensonde in Brand zu setzen. Dieses Aluminiumfeuer schwächte dann das obere Ende des Druckgefäßes, welches dann auch letzten Endes nachgab. Der entweichende Sauerstoff schoss dann explosionsartig in die Kuppel, die auf dem Tank angebracht ist, und riss diese davon. Das explosionsartige Entleeren des Inhalts von Sauerstofftank 2 in die Bucht 4 des Servicemoduls richtete dort eine Reihe von Folgenschäden an. Durch den Druckanstieg wurde die Abdeckung der Bucht in den Weltraum geschleudert und striff dabei die außen angebrachte Richtantenne, was zu einem 1,8-sekündigen Ausfall der Telemetrieverbindung mit dem Boden führte. Durch die Schockwelle schlossen sich Ventile in den Zuleitungen der Brennstoffzellen 1 und 3, die dann, nachdem die Reste aus den Leitungen verbraucht waren, versagten. Am dramatischsten aber war, dass durch die Desintegration von Tank 2 auch Tank Nummer 1 zuerst seine Integrität und dann nach und nach auch seinen Tankinhalt verlor. Dies lag entweder an der Beschädigung einer zu ihm gehörenden Leitung oder eines zu ihm gehörigen Ventils. 130 Minuten nach dem Unfall stellte daher auch die letzte verbliebene Brennstoffzelle Nummer 2 die Produktion von Strom und Wasser ein. Dies bedeutet den vollständigen Verlust der primären Energiequelle des Kommando- und Servicemoduls. Alle verbleibende Energie des Kommando- und Servicemoduls befindet sich jetzt in der Wiedereintrittsbatterie, die unter normalem Energieverbrauch nur 15 Minuten reichen würde. Es wurde daher entschieden, das CSM komplett runterzufahren und bis kurz vor dem Wiedereintritt die Mondlandefähre als Rettungsboot zu nutzen. Ein Rettungsboot, was für die 45-stündige Nutzung von 2 Personen designt wurde und jetzt 3 Personen für 90 Stunden unterstützen muss. Es selbst hatte auch nur 6 Silber-Zink-Batterien mit insgesamt 2118 Ampere-Stunden an elektrischer Energie. Und Energie ist nur eine der kritischen Faktoren für eine sichere Rückkehr zur Erde. Um genau diese Rückkehr und die brillanten Leistungen, die im All und auf der Erde für das Lösen der aufkommenden Probleme abgeliefert wurden, sowie die Lehren, die die NASA aus dieser erfolgreich gescheiterten Mission ziehen konnten, geht es in meinem nächsten Video über Apollo 13. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Vielen Dank.